Ja. Carsten. Okay, Punkt abgehakt, ja? Punkt abgehakt, Matthias weiß Bescheid. Ist mein Nachbar ein Mörder? Ja, Carsten, sag mal, Nachrichten. Ja. Guckst du ja vielleicht ab und zu mal, vielleicht auch nicht. Immer seltener. Seltener, gut. Aber was passiert denn, wenn mal wieder irgendwo ein Mörder gefasst wurde, der mehr als einen Menschen auf dem Gewissen hatte und wo der Fall, der Mordfall an sich ein bisschen Öffentlichkeit bekommen hat und Aufmerksamkeit? Was passiert immer wieder, was sieht man immer wieder in den Nachrichten? Eigentlich die gleichen Bilder? Ja, die gleichen Bilder, aber was machen die Nachrichtensender? Wen befragen die zu der Person? Wir wollen ja wissen, was war denn, wenn Thorsten der Mörder war? Was war denn der Thorsten für einer? Was mache ich als Journalist? Der Nachbar. Ich frage die Polizei, den Nachbarn, den Staatsanwalt, aber nie den. Ich frage nie Nachbarn. Und was sagen die Nachbarn immer wieder? Ja, das habe ich doch gleich gewusst, oder da haben wir Angst. Es kommt seltener. Das hätten wir nicht mal gedacht. Pass auf, wir nehmen mal einen aktuellen Fall. Ja. Hier, Bild-Zeitung von vom 16. April. Ja. Deutschlands schlimmster Kindermörder gefasst. Tagesschau hat die Nachbarn befragt. Ausgezeichnet, Steen, zum Beispiel. Oh, der war ja so ein Lieber. Ja. Der hat hier immer nett gegrüßt. Der hat uns mal die Eier geliehen oder was auch immer. Und was hat er gemacht? Wie viele Kinder hat er auf dem Gewissen? Keiner hat es ihm zugetraut. Das war ja so ein Lieber, Netter, hat immer freundlich gegrüßt. Und was ist passiert? Wir haben generalisiert. Das kann ja kein Mörder sein. Der sieht so süß aus, guck mal. Wie der lächelt. Der lächelt freundlich. Wie so ein Gummifrutz, ja? Wenn er eine wäre, würde ich ihn glatt weghauen. Obwohl ich gestern, in den Nachrichten das sogar gesehen habe, und die hatten den sogar interviewt und der hat gesagt, es tut mir wirklich leid, ich kann es aber nicht mehr ungeschehen machen. Also der hat sich schon irgendwie... Schau mal, jetzt haben wir wollen ja immer auch herausfinden, warum sind Menschen immer widerspenstiger und es gibt immer mehr Zögerer. Auch in der Kaltakquise. Das war vor 20 Jahren. War Kaltakquise. Da konnte jeder der hergelaufene Platzhirsch ohne Geweih schon wirklich was aufstemmen. Heutzutage ist es nicht mehr so einfach. Solche Nachrichten verhärten die ohnehin schon stark um sich greifende, wuchernde Meinung. Man weiß überhaupt nicht mehr, wem man überhaupt noch vertrauen kann. Da werden Glaubenssätze beschossen mit wirklich großen Munitionen. Und glaubt keine Sekunde, dass sich ein Chefredakteur der Bild-Zeitung nicht auch die Frage stellt, was tue ich eigentlich meinem Land und der Bevölkerung an? Er macht vielleicht weiß er es nicht mal. Wenn er es weiß, kann er es locker wegstecken. Dass er damit im Grunde genommen bestehende Glaubenssätze befeuert und verstärkt. Und gerade weil alle Menschen generalisieren, werden sie in Zukunft, ich hab's doch gleich gewusst, viel schneller Vorurteile bilden, weil sie das ja gewohnt sind. Sie sind konditioniert auf Täuschung. Und deshalb viel, viel wichtiger wird nun, fernab von diesem Freundlichen, hier ist es das Freundliche, das Äußerliche auszublenden und hineinzutauchen in diese Stirn, um herauszufinden, wes Geistes Kind, lieber Verkäufer, bist du eigentlich? Gib mir eine Chance. Ich weiß, dass jetzt der ein oder andere denkt, okay, da sind wir ganz dicht beieinander. Wenn zwei wirklich das gleiche Wertemodell haben und übereinstimmen dessen, was sie denken, fühlen, entscheiden, etwas Genaueres gibt es nicht mehr. Vielleicht außer noch den permanenten Beweis. Ich kann mich immer noch verstellen und so tun, als wäre ich ein ordentlicher Verkäufer. Und das meine ich, Vorsicht, diese Waffe ist wirklich nur für Verkäufer, die sie für gute Zwecke nutzen möchten. Weil wenn ich einem Menschen in der glaubwürdigsten Instanz, in der Mitte seiner Persönlichkeit, nämlich wo er seine Werte bunkert, seine Entscheidungsgrundlagen, seine Bewertungsgrundlagen,
wenn ich dort mische, anfange aufzumischen und Umstellungen vorzunehmen oder mich einschleiche in die Burg mit einem Schafspelz und will aber dann, wenn er mich gewähren hat lassen und mich hat wohnen lassen, will dann nachts durch die Gassen ziehen als Wolf und seine Einwohner reißen und seine Hühner. Weil das, was hier stattfindet, hat den größtmöglichen Hebel, der im Übrigen auch ermöglicht hat, dass über Nacht sprichwörtlich 60 Millionen Nazis geboren werden konnten. Und als sie alle aufwachten, haben sie sich gefragt, wie konnte das passieren? Die waren nicht alle böse und es waren nicht alles Leute, die schlachten wollten. Nein, Glaubenssätze. Wie eine Welle. Und der Film, die Welle, hat es sehr gut gezeigt, was passieren kann, wenn man außerhalb der Klischees direkt hier ins Hirn hineinsendet. Wir werden euch da noch schöne Beispiele geben. Es soll nichts entschuldigen, aber erklären kann es das gut. Und zwar in jeder Generation, in jedem halben Jahrhundert gab es solche Wellen, die auf dieser Grundlage erreichen konnten, was geschah. Und eine Uniform hat noch lange nicht den Menschen bewegt, zu sagen, ey, guck mal, die sind da alle grün gekleidet, dann werde ich mal dahin gehen und mir auch eine holen und gleich mal deren Wertemodell auf mich überspielen. Das mache ich gleich mal so, weil grün ist meine Farbe. Nein! Und das wäre ein